Die Türkei hat in den letzten Jahren revolutionäre Schritte im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge, UAVs, unternommen und sich weltweit einen Namen gemacht. Von der Bayraktar TB2 über die AKNC bis hin zur Czelma und den Kamikaze-Drohnen, unsere inländisch produzierten UAVs beeindrucken nicht nur durch ihre technologischen Vorteile, sondern auch durch ihren Erfolg auf dem Schlachtfeld. Doch wie funktionieren diese Systeme? In welchen Missionen werden sie eingesetzt und warum spricht die Welt über türkische UAVs? In unserem heutigen Video werfen wir einen detaillierten Blick auf diese stolzbringenden unbemannten Luftfahrzeuge der Türkei. Bevor wir starten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. So können wir mehr Menschen erreichen und gemeinsam den Erfolg der türkischen Verteidigungsindustrie verbreiten. Los geht's! 1. Czelma wurde von Baykar Technologie entwickelt und ist eines der wichtigsten zukunftsorientierten Projekte der türkischen Verteidigungsindustrie. Mit seinen fortschrittlichen technologischen Eigenschaften und einem Design, das dem modernen Kriegskonzept entspricht, ist Czelma für verschiedenste Einsätze wie Angriffe und Luft-Luft-Kämpfe ausgelegt. Czelma verfügt über ein aerodynamisches Design mit geringer Radarsichtbarkeit, das die Wahrscheinlichkeit minimiert, von feindlichen Radarsystemen erfasst zu werden. Dadurch kann es feindliche Luftverteidigungssysteme umgehen und strategische Ziele erfolgreich angreifen. Außerdem bietet Czelma mit seiner hohen Manövrierfähigkeit und einer Geschwindigkeit nahe der Schallgrenze eine starke Kampfkraft in Luft-Luft-Gefechten. Die maximale Flughöhe beträgt 35.000 Fuß und das Startgewicht liegt bei 6 Tonnen. Ein herausragendes Merkmal von Czelma ist das KI-gestützte Flug- und Missionsmanagementsystem. Dank dieser Technologie kann das Flugzeug in komplexen Kriegsszenarien eigenständig Entscheidungen treffen und Missionen erfolgreich ausführen. Zudem verfügt es über AESA-Radarsysteme, die effektive Aufklärungs- und Erkennungsfähigkeiten auf großer Fläche ermöglichen. Czelma ist in der Lage, unterschiedliche Arten von Waffen zu tragen. Mit SOMJ-Marschflugkörpern, MML-Munition und lasergeführten Bomben ausgestattet, kann es sowohl Luft- als auch Bodenziele angreifen. Die Traglastkapazität beträgt bis zu 1,5 Tonnen. Dieses UAV ist mit der Fähigkeit ausgestattet, von Schiffen mit kurzen Start- und Landebahnen wie der TCG Anadolu aus zu operieren. Dies ermöglicht den Einsatz von Czelma in maritimen Operationen und verschafft der türkischen Marine einen strategischen Vorteil. Die Entwicklung von Czelma reduziert nicht nur die Abhängigkeit der Türkei von ausländischer Verteidigungstechnologie, sondern trägt auch zur Stärkung der nationalen Produktion bei. Dieses Projekt hat das Potenzial, die Türkei zu einem der führenden Länder im Bereich der unbemannten Kampfflugzeugtechnologie zu machen. 2AK3 ist ein unbemanntes Kampfflugzeug, das von der türkischen Luft- und Raumfahrtindustrie, TUSAS, entwickelt wurde. Es repräsentiert die fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten der Türkei in diesem Bereich und ist ein Projekt, das die moderne Kriegsführung revolutionieren könnte. AK3 wurde entsprechend moderner Kriegsdoktrinen konzipiert und ist sowohl für Angriffs- als auch für Aufklärungsmissionen geeignet. AK3 zeichnet sich durch ein Design mit geringer Radarsichtbarkeit aus. Dadurch kann es sich vor feindlichen Luftverteidigungssystemen verbergen und strategische Ziele angreifen. Die spezielle Flugzeugstruktur minimiert die Reflexion von Radarsignalen. Diese Stilteigenschaften machen AK3 zu einem äußerst effektiven Luftfahrzeug in modernen Kriegsumgebungen. Die Antriebskraft und die aerodynamische Konstruktion verleihen dem Flugzeug hohe Geschwindigkeiten und Manövrierfähigkeit. AK3 kann nahezu mit Schallgeschwindigkeit fliegen und operiert auch in großen Höhen, was sowohl bei Aufklärungsmissionen als auch bei Angriffseinsätzen eine herausragende Leistung ermöglicht. Das Flugzeug verfügt über ein KI-basiertes Missionsmanagementsystem, das es ihm erlaubt, autonom komplexe Missionen auszuführen. Die künstliche Intelligenz spielt eine entscheidende Rolle bei der Erkennung von Feinden, der Bedrohungsanalyse und der Zielidentifikation. Zudem ist AK3 darauf ausgelegt, in Schwarmtechnologien integriert zu werden, was den koordinierten Einsatz mehrerer unbemannter Flugzeuge ermöglicht. Eine der herausragendsten Eigenschaften von AK3 ist seine Fähigkeit, eine breite Palette von Waffen zu tragen. Dazu gehören lasergelenkte Bomben, intelligente Munition und Marschflugkörper. Dank dieser Ausstattung kann es sowohl in Luft-Luft- als auch in Luft-Boden-Operationen effektiv eingesetzt werden.
Die Nutzlastkapazität soll bis zu 1.500 Kilogramm betragen. Anker 3 ist so konzipiert, dass es von Schiffen mit kurzen Start- und Landebahnen aus operieren kann. Diese Fähigkeit ermöglicht den Einsatz bei maritimen Operationen und leistet einen strategischen Beitrag zur Seestreitkraft der Türkei. Darüber hinaus kann das Flugzeug über längere Zeiträume in der Luft bleiben und somit bei groß angelegten Operationen eine Schlüsselrolle übernehmen. Anker 3 ist ein bedeutendes Projekt, das den technologischen Fortschritt der Türkei im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge verdeutlicht. Neben der Stärkung der inländischen Verteidigungsindustrie hat dieses Flugzeug das Potenzial, die internationale Wahrnehmung der türkischen Verteidigungsfähigkeiten erheblich zu steigern. 3 AKNC ist ein strategisches unbemanntes Luftfahrzeug, UAV, das von Baykar-Technologie entwickelt wurde. Es zählt zu den fortschrittlichsten Projekten der Türkei im Bereich der unbemannten Luftfahrzeuge. AKNC wurde für Angriffs-, Aufklärungs-, Überwachungs- und elektronische Kriegsführungsaufgaben konzipiert und definiert durch seine fortschrittliche Technologie und hohe Munitionskapazität die Rolle von UAVs auf dem Schlachtfeld neu. Mit einer Länge von 12 Metern, einer Flügelspannweite von 20 Metern und einer Nutzlastkapazität von 1.500 Kilogramm ist AKNC ein vielseitiges Luftfahrzeug. Es kann in einer Höhe von 40.000 Fuß operieren und zeigt bei Einsätzen in großer Höhe herausragende Leistungen. Mit einer Flugdauer von über 24 Stunden bietet es eine effektive Lösung für Langstreckenoperationen. AKNC ist mit 2 Turbopropmotoren ausgestattet, die entweder die inländisch produzierten PD-222 Motoren oder alternativ importierte Motoren sein können. Diese Motoren verleihen dem UAV hohe Geschwindigkeit und Ausdauer. Die Flugzeugsysteme von AKNC wurden so entwickelt, dass sie auch unter schlechten Wetterbedingungen zuverlässig funktionieren. Eine der beeindruckendsten Eigenschaften von AKNC ist das KI-unterstützte Missions- und Flugmanagementsystem. Dieses System ermöglicht es dem UAV, komplexe Aufgaben eigenständig auszuführen. AKNC ist mit Sensoren und Radarsystemen ausgestattet, die die Luftüberwachung erheblich verbessern. Das AESA-Radarsystem bietet eine präzise Erkennung von Luft- und Bodenobjekten. Dank seiner hohen Nutzlastkapazität kann AKNC eine breite Palette an Munition tragen. Dazu gehören MAML, MAMC, MAMT, die Marschflugkörper SOMJ sowie lasergelenkte Bomben. Es kann auch universelle Bomben wie die MK-82 und MK-83 einsetzen. Diese umfassende Munitionsintegration macht AKNC zu einer überlegenen Plattform für Luft-Luft- und Luftbodeneinsätze. AKNC beeindruckt auch durch seine Fähigkeiten in der elektronischen Kriegsführung. Mit elektronischen Unterstützungs- und Störsystemen kann es feindliche Radar- und Kommunikationssysteme außer Kraft setzen. Diese Eigenschaft bietet in modernen Kriegsumgebungen einen strategischen Vorteil. Zusätzlich ermöglicht das SATCOM-System von AKNC eine unterbrechungsfreie Kommunikation weltweit. AKNC ist ein Symbol für die Bemühungen der Türkei, die Abhängigkeit von ausländischen Verteidigungstechnologien zu reduzieren und die inländische Produktionskapazität zu erhöhen. Dieses UAV hat nicht nur für die Türkei, sondern auch auf dem internationalen Markt großes Interesse geweckt. AKNC zählt zu den führenden unbemannten Luftfahrzeugen weltweit und stärkt die Position der Türkei als eine der führenden Nationen in diesem Bereich. 4 der Bayraktar TB2 ist ein taktisches unbemanntes Luftfahrzeug, UAV, das von Baykar-Technologie entwickelt wurde. Es zählt zu den bedeutendsten Erfolgsgeschichten der türkischen Verteidigungsindustrie. Der Bayraktar TB2 wurde sowohl für Aufklärungs- als auch für bewaffnete Einsätze entwickelt und hat sich durch seine technologischen Eigenschaften und operativen Erfolge weltweit einen Namen gemacht. Der Bayraktar TB2 hat eine Länge von 6,5 Metern, eine Flügelspannweite von 12 Metern und ein maximales Startgewicht von 650 Kilogramm. Mit einer Nutzlastkapazität von 150 Kilogramm kann dieses UAV sowohl elektrooptische und infrarote Kameras als auch verschiedene Munitionsarten tragen. Das Luftfahrzeug kann bis zu 27 Stunden in der Luft bleiben und Einsätze in einer Höhe von 27.000 Fuß durchführen. Dieses UAV ist mit hochentwickelten autonomen Flugsteuerungssystemen und dreifach redundanten Avioniksystemen ausgestattet.
Der Bayraktar TB2 kann völlig unabhängig von GPS operieren und vollständig autonome Starts, Flüge und Landungen durchführen. Darüber hinaus ist das UAV robust genug, um auch unter schlechten Wetterbedingungen einsatzfähig zu bleiben. Der Bayraktar TB2 zeigt durch seine Munition eine hohe Effektivität in Luftbodeneinsätzen. Zu dieser Munition gehören intelligente Mikromunitionen wie MAML, MAMC und MAMT. Diese lasergelenkten Waffen greifen Ziele mit hoher Präzision an und minimieren gleichzeitig zivile Verluste. Zudem bietet der Bayraktar TB2 durch seine Fähigkeit, Echtzeitbilder zu übertragen, erhebliche Vorteile für die Befehlseinheiten im Einsatzgebiet. Der Einsatzradius des UAV beträgt bis zu 300 Kilometer und durch die SATCOM-Integration kann es in größeren Operationsgebieten effektiv genutzt werden. Der Bayraktar TB2 ist ein vielseitiges Einsatzmittel für Aufgaben wie Aufklärung, Überwachung, Zielmarkierung und Präzisionsschläge. Die operativen Erfolge des Bayraktar TB2 haben ihn zu einem weltweit bekannten UAV gemacht. Dieses Luftfahrzeug wird nicht nur von der Türkei, sondern auch von vielen anderen Ländern aktiv eingesetzt. Es hat in Konfliktgebieten wie Libyen, Syrien, Karabach und der Ukraine durch seine Leistungen Aufmerksamkeit erregt. Die niedrigen Kosten, die effektiven Ergebnisse und die benutzerfreundliche Infrastruktur machen den Bayraktar TB2 zu einer attraktiven Option auf dem globalen Verteidigungsmarkt. Der Bayraktar TB2 symbolisiert den Erfolg der Türkei in der Technologie unbemannter Luftfahrzeuge und ihre Führungsambitionen in diesem Bereich. Die gesteigerte heimische Produktionskapazität hat die Abhängigkeit der Türkei von ausländischen Verteidigungstechnologien reduziert und den türkischen Streitkräften einen wichtigen strategischen Vorteil verschafft. Dieser Erfolg hat dazu beigetragen, den Bayraktar TB2 zu einer globalen Marke zu machen. 5. Der Bayraktar TB3, entwickelt von Baykar Technologie, ist eine Plattform, die das innovative Vorgehen der Türkei im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge symbolisiert. Aufbauend auf dem Erfolg des Bayraktar TB2 zeichnet sich der TB3 besonders durch seine Fähigkeit aus, von kurzen Start- und Landebahnen auf Schiffen zu operieren. Diese Eigenschaft macht ihn zu einer idealen Lösung für Marineoperationen und verleiht dem Konzept unbemannter Luftfahrzeuge eine neue Dimension. Der Bayraktar TB3 hat eine Flügelspannweite von 14 Metern und ein maximales Startgewicht von 1,450 Kilogramm. Im Vergleich zu seinem Vorgänger TB2 wurde seine Tragfähigkeit erhöht, sodass er Nutzlasten von bis zu 280 Kilogramm transportieren kann. Diese Kapazität ermöglicht eine breite Integration von sowohl Aufklärungssensoren als auch Munition. Der TB3 ist für lang andauernde und hochfliegende Einsätze optimiert und kann bis zu 24 Stunden in der Luft bleiben sowie in einer Höhe von 30.000 Fuß operieren. Dieses UAV ist mit fortschrittlichen, in der Türkei entwickelten autonomen Systemen ausgestattet. Der Bayraktar TB3 kann völlig unabhängig starten, fliegen und landen und verwendet ein KI-basiertes Missionsmanagementsystem. Dadurch zeigt er in komplexen Einsatzszenarien eine hohe Effektivität. Zudem bietet die SATCOM-Integration die Möglichkeit einer unterbrechungsfreien globalen Kommunikation. Die Bewaffnungskapazität des Bayraktar TB3 ist äußerst vielseitig. Er kann mit intelligenten Mikromunitionen, MAML, MAMC und anderen gelenkten Waffen ausgerüstet werden, was ihn für Luftboden- und Luftseemissionen gleichermaßen geeignet macht. Diese Munitionen ermöglichen eine präzise Zielanvisierung und minimieren das Risiko ziviler Verluste. Eine der herausragendsten Eigenschaften des Bayraktar TB3 ist seine Fähigkeit, von kurzen Start- und Landebahnen auf Schiffen wie der TCG Anadolu zu starten und zu landen. Seine klappbaren Flügel sparen Platz auf dem Schiff und ermöglichen eine effiziente Nutzung während Marineoperationen. Diese Eigenschaft macht den Bayraktar TB3 zu einem wichtigen strategischen Element in Seeoperationen. Der Bayraktar TB3 kann in einer Vielzahl von Missionen eingesetzt werden, darunter Aufklärung, Überwachung, Zielmarkierung und Angriff. Diese Plattform, die sowohl von den Marine- als auch von den Landstreitkräften gemeinsam genutzt werden kann, stärkt die Führungsposition der Türkei im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge.
Besonders für die Marinekräfte wird er als strategischer Kraftmultiplikator angesehen und spielt eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Verteidigungskapazität des Landes. Dieses unbemannte Luftfahrzeug der neuen Generation trägt den Erfolg der Türkei im Bereich unbemannter Systeme einen Schritt weiter und hat sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene großes Interesse geweckt. Der Bayraktar TB3 repräsentiert die innovative Stärke der türkischen Verteidigungsindustrie und prägt die Kriegskonzepte der Zukunft. 6. Der Erfolg der Türkei im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge wurde durch innovative und effektive Systeme wie Kamikaze-Drohnen weiter gestärkt. Kamikaze-Drohnen sind kleine, tragbare Luftfahrzeuge mit autonomen oder halbautonomen Flugsteuerungssystemen, die für einmalige Angriffe ausgelegt sind. Dank der von der heimischen Verteidigungsindustrie entwickelten Kamikaze-Drohnen gehört die Türkei zu den führenden Ländern in diesem Bereich. Die türkische Verteidigungsindustrie hat verschiedene Kamikaze-Drohnen entwickelt, die für unterschiedliche Einsatzprofile geeignet sind, darunter Alphagu, Kagu, Asap, Cenk und Zeren. Aufgrund ihres leichten und kompakten Designs sind diese Systeme leicht transportierbar und können schnell einsatzbereit gemacht werden. Neben ihrer Fähigkeit zur Aufklärung und Überwachung sind diese Drohnen auch in der Lage, Ziele mit hoher Präzision zu treffen. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der türkischen Kamikaze-Drohnen ist ihre Ausstattung mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und autonomen Systemen. Dadurch können sie ohne Eingreifen eines Operators Ziele ansteuern, analysieren und angreifen. Außerdem sind sie in der Lage, ihre Missionen unabhängig von GPS durchzuführen, was ihre Widerstandsfähigkeit gegen elektronische Störungen erhöht. Kamikaze-Drohnen haben sich besonders bei der Terrorismusbekämpfung, der Grenzsicherung und in militärischen Operationen als äußerst effektiv erwiesen. Ihre Leichtigkeit, Tragbarkeit und niedrigen Kosten machen sie sowohl wirtschaftlich als auch operativ attraktiv. Darüber hinaus ermöglicht die Integration von Technologien wie Schwarmintelligenz koordiniertes Handeln einer Vielzahl von Drohnen bei Angriffen. Die von der Türkei entwickelten Kamikaze-Drohnen haben in modernen Kriegskonzepten eine zentrale Rolle eingenommen und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Verteidigungsindustrie auf globaler Ebene gestärkt. Diese Technologien haben die operationellen Kapazitäten der türkischen Streitkräfte erhöht und bieten in zukünftigen asymmetrischen Kriegsumgebungen strategische Vorteile. Kamikaze-Drohnen werden aufgrund ihrer innovativen Eigenschaften und Benutzerfreundlichkeit als ein Symbol der Vision der Türkei in der Verteidigungsindustrie angesehen. Die Erfolgsgeschichte der türkischen Verteidigungsindustrie im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge weist den Weg in die Zukunft der Kriegstechnologien. Von AKNC bis Xelma, von Kamikaze-Drohnen bis Bayraktar TB2, jedes dieser Systeme steht für die heimische und nationale Verteidigungsstärke der Türkei. Diese UAVs stärken nicht nur die Position der Türkei auf dem Schlachtfeld, sondern auch ihre strategische Bedeutung auf internationaler Ebene. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie uns einen Like. Teilen Sie Ihre Meinung gerne in den Kommentaren mit. Bleiben Sie dran für mehr. Wir sehen uns im nächsten Video.